Obwohl er von seiner Tränen nichts gehört hat. Obwohl er wahrscheinlich geglaubt hat, dass mit dem Jesus sowieso Schluss ist. Und obwohl er den Aposteln auch nichts geglaubt hat, die ihm gesagt haben, du, Jesus ist uns erschienen. Ich weiß nicht, wie sie da gehen, wenn ich mir sage, ein Verstorbener ist mir erschienen. Sie würden mich wahrscheinlich nicht ganz dicht halten. Obwohl das der Thomas alles erlebt hat und kritisch gewesen ist, ist er nämlich ein äußerst kritischer Geist geblieben und sagt, bevor ich nicht ziehe, bevor ich nicht meine Finger in die Wundmale lege, bevor das nicht der Fall ist, glaube ich nicht. Und diese Neugierde hat ihn gerettet. Diese Neugierde hat ihn zum Glauben gebracht. Denn es heißt, eine Woche später war er dabei. Wir wissen nicht, warum er plötzlich da wieder dabei war. Und Neugier zu tun? Oder wollte er einen Gegenbeweis anwenden? Wir wissen es nicht. Aber es ist hingegangen. Und dieses Hingehen hat sich zu einem Ereignis entwickelt, mit dem er bei Gott sicher nicht gerechnet. Seht ihr, liebe Gottesdienstgemeinschaft, und darum finde ich es so unglaublich gut, dass sie heute alle da sind. Egal, ob sie Apostel in der Kirche waren oder nicht. Wahrscheinlich sind auch manche von uns aus der Kirche ausgetreten. Es ist unglaublich gut, dass sie da sind. Denn sie sind offensichtlich neugierig. Sie wollen wissen, was da hinein in der Kirche. Sie wollen wissen, was da passiert bei der Kirche. Sie wollen wissen, ob das was Gescheites ist oder nicht. Und ich sage Ihnen, liebe Gottesdienstgemeinschaft, Sie kommen zurecht und es geschieht etwas in dieser Feier. Sie dürfen von Gott in dieser Feier etwas erwarten. Denn da wird heute ein Sakrament gespendet. Und wenn ein Sakrament gespendet wird, dann heißt das, das, was da geschieht, da kannst du dich drauf verlassen. Verlassen Sie sich drauf, der Heilige Geist kommt auf die Firmlinge herab. Und verlassen Sie sich drauf, auch zu Ihnen kommt der Heilige Geist. Der möchte auch Ihren Glauben aufmöbeln, auffrischen, munter machen. Denn wer gläubig ist, der hat etwas zu erwarten. Und darum ist es so gut, dass wir miteinander feiern. Denn was passiert denn? Jesus erscheint wieder. Er ist wieder gegenwärtig. Er gibt wieder den Friedensgruß. Und dann sagt er zu Thomas, nicht nur schön, dass du wieder einmal da bist. Nein, sondern er sagt, schau her, Thomas. Er kommt diesem Thomas entgegen. Er kommt ihnen entgegen. Er freut sich so, dass sie da sind. Und er sagt zu ihnen, schau her, da, nimm den Finger, leg ihn hierher, nimm deine Hand, schau her, hier sind meine Wunden, die ich euretwegen auf mich genommen habe. Ich habe mich für euch hingeopfert. Und als der Thomas das merkt, sagt er nur mehr, mein Herr und mein Gott, du bist ja wirklich da. Das war also keine Geschichte von meinen Kollegen. Das ist ja wirklich so. Wir wissen nicht, ob er hingehängt wurde. Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob er in den Wunden gebohrt hat und ob er in den Wunden gekämpft hat. Der war so baff, dass er mir gesagt hat, mein Gott, du bist ja wirklich da. Und sehen Sie, darum geht es, liebe Gottesdienstgemeinschaft. Wer berührt wird von Gott, wer bereit ist, sein Herz so zu öffnen, dass er Gott zu sich kommen lässt, der kann nicht anders als sagen, mein Herr und mein Gott. Das ist wie bei Menschen, den man total gern hat. Da braucht man keine Beweise. Denn in der Liebe gibt es nichts zu beweisen. Wer einen Menschen total gern hat,
Der Spiel und lebt ständig in seinen Wunden und in seinen Schwächen und in seinen Grenzen. Ja, der wird ihn trotzdem lieben und gern haben. Ja, wer liebt, der weiß um die Verwundungen des anderen. Aber er wird ihn trotzdem lieben. Erfahrene Eheleute wissen, wenn man ständig nervt am anderen und ständig geht, dann tut das nicht gut. Wer liebt, der sagt, trotz deiner Wunden liebe ich. Und wer liebt, sagt das auch den anderen. Mein Gott, bin ich froh, dass du da bist. Das lässt leben. Wann haben Sie das letzte Mal Ihrem Mann und Ihrer Frau gesagt? Mein Gott, bin ich froh, dass du da bist. Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Kindern spüren lassen, so hoch über deren sie auch sind? Wie glücklich sind wir, dass sie da sind? Das ist Glauben. Und wie sehr wünschte ich, dass viele Menschen davon leben. Denn wer einen Gott hat, der um diesen Gott weiß, der kann unglaublich dankbar werden. Und wir brauchen eine Gesellschaft, die dankbar ist. Keine Perfekte, die haben wir nicht. Wir brauchen Menschen, die dankbar sein können für das Leben und auch für den Glauben. Denn, so wie mir eine Mutter mal gesagt hat, als ihr 16-jähriger Sohn verunglückt ist, der Pfarrer, ich wüsste nicht, was ich tat, wenn ich keinen Glauben hätte. Ich muss dir sagen, ich wüsste es auch nicht. Diesen Glauben wünsche ich Ihnen, dass Ihr Herz von Gott berührt wird und dass Sie wieder Thomas sagen können, mein Herr und mein Gott, du bist ja wirklich da.